Eine Truppe Samba-Tänzerinnen außer Rand und Band und ein Hausmeister in Not beschäftigen jetzt Florian Winter und Paul Richter. Guten Tag. Oben ist ein fürchterlicher Streit. Mein Mann streitet da mit irgendwelchen Mädels. Streit oder sind die schon am Prügeln? Das weiß ich nicht. Also, sie streiten sich jedenfalls so lautstark. Ja, ich seh's. Ja. Ja. Da war aber jetzt, glaube ich, noch soweit alles im Rahmen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, uns nicht in den Hals brechen für. Ja. Ich weiß nicht. Geht schon ganz schön ordentlich her da oben. Ja, wenn die Damen einmal. Wir sind Hintergrund, ne? Haben Sie auch mitbekommen, warum die sich streiten, ne? Nee, nicht so wirklich. Ich hab gar nicht so richtig. Ja, wir hören es schon, ne? Nicht, dass die uns gleich zum Tanz auffordern. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist der Kollege Winter. So. Das sieht aber eher nach einem. Ruhe. Ganz ruhig. Meine Damen. Hey, ganz ruhig. Kommen Sie auch mal hier rüber. Guten Tag, genau. Machen Sie nämlich noch so ein bisschen Teilung hier. Damen, Sie sind ja wahrscheinlich bewusst räumlich getrennt. Worum geht es? Warum schreien sich die Damen hier so an? Ja, unsere Klamotten sind da. Ihr könnt zusammen tanzen, aber nicht zusammen sprechen. Wir sind gerade vom Training zurückgekommen. Und unsere Kleider. Wir beide sind direkt in solche Heftzwecken getreten. Ja, und da die Mädels handgreiflich wollen, habe ich sie angerufen, um mir für Ruhe zu klären. Weil und Sie arbeiten hier? Ich bin der Hausmeister, ich komme aus dem Baumarkt und es war ein riesen Palaver hier oben im Saal. Okay. So, jetzt haben Sie sagen, Sie sind in Reißzwecken getreten. Ja. Und meinen, das ist ein Sabotageakt. Ist das richtig? Ja, natürlich, das war auf jeden Fall. Und dann ist die Dame, die Sie erstmal beschuldigen. Ja, wir haben Sie. Hören Sie nochmal ab, Mia. Ich komme ja gleich zu Ihnen. Sie hatten Grund. Sie haben auch die Füße kaputt? Ja. Okay, dann halten Sie mal hoch, ich will mal einmal sehen. Ja, okay. Ja. Sie auch. Gut. Und Sie haben aber Schuhe an, Ihnen ist nichts passiert. Nein, Sie sind ja zuerst reingegangen. Können wir uns mal den Tatort in Anführungsstrichen anschauen. Da vorne die Umkleider. Ja, laufen wir da mal erstmal hin. Kommen Sie ruhig mal mit. Während sich die Beamten am Tatort umsehen, droht der Streit unter den Tänzerinnen erneut zu eskalieren. In den Augen der jungen Frauen steht die Täterin zweifelsfrei fest. Ja, hier ist Blut am Boden, ne? Was hat das denn mit den Klamotten auf sich, dass die alle so bunt sind? Ja, sie haben ja schließlich auch von ihr besprüht. Ach so. Aber die ganzen, Damen, Entschuldigung. Hallo, wir machen es gleich anders. Wir kommen gleich noch mal raus und dann unterhalten wir uns mal in Ruhe. Der Kollege nimmt nämlich gerade noch eben das da drin auf. Der schaut sich das an und dann machen wir alles in Ruhe. Da es keinen anderen Anhaltspunkt gibt, müssen die Beamten dem Verdacht der Tänzerinnen nachgehen. Ein Motiv ist für Florian Winter allerdings zunächst nicht ersichtlich. Einmal ein bisschen, ganz kurz. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz miteinander sprechen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie das gewesen sein soll? Sie kam zu spät zum Training. Ich komme auch mal hin und wieder zu spät irgendwo hin. Heißt das direkt, dass ich eine Straftat begehe? Wir haben Sie für den nächsten Auftritt ausgeschlossen. Einfach, weil Sie ein bisschen unsportlich geworden ist. Ja. Ja. Was sehr zugenommen. So, also, eindeutig. Die Frau Fiedler, ich bin so frei gewesen, ich habe mir ihre Ausweise mal aus ihren Taschen geholt, da sie barfuß ja da gerade nicht reingehen können. Die Frau Fiedler wird von Ihnen jetzt beschuldigt, weil Sie ausgeschlossen haben. Sie hätte zugenommen. Ja, als Rache, weil wir ja schließlich besser tanzen können als Sie. Jetzt gehen Sie davon aus, dass die Frau Fiedler Sie mit Reißzwecken und mit Farbe sabotiert. Warum? Weil die Frau Fiedler die Einzige ist, die keine Spuren sie ist rachsüchtig. Dieses Aktes von... Ihre Klamotten sind schließlich nicht besprüht. Genau. Ja, aber war ja auch keiner mehr da. Die andere Tanzgruppe, die war schon längst aus dem Haus. Und das waren die einzigen Mädels, die jetzt noch hier sind. Ganz kurz nochmal zur Person. Sie sind die? Ich bin die Frau vom Hausmeister und ich war unten. Aber wie gesagt, die andere Gruppe, die ist schon länger weg. Und es waren jetzt nur noch die Mädels hier. Mädels, ich habe eine Mail bekommen. Darf ich auch mal reingucken oder ist das nichts für uns? Ja. Was ist das denn? Amateurs laut? Oh Gott. Was ist das denn? Da ist ein Video dran gehangen. Und auf diesem ist eindeutig die Umkleidekabine der Tänzerinnen zu sehen, die sich für ihre Probe umziehen. Damit geht es nun um eine weitere schwerwiegende Straftat. Natürlich haben wir durch diese Videoaufnahmen, die getätigt werden, auch eine Straftat. Das Kunsturhebergesetz regelt, dass
Filmaufnahmen nicht getätigt werden oder nicht getätigt werden dürfen von Personen, die da keine Einwilligung gegeben haben. Zusätzlich jetzt hier noch die Aufzeichnung, die Videoaufzeichnung in einer Umkleide, wo Frauen sich entkleiden, und das Ganze dann auch noch zusätzlich auf einer pornografischen Plattform hochzuladen, das stellt natürlich noch eine weitere Straftat dar. Gut, ich denke mal, das müssen wir uns jetzt nicht weiter anschauen. Halten Sie das mal bitte. Woher kam das jetzt, das Video? Entschuldige bitte. Bitte? Woher kam das jetzt? Müsste direkt um die Ecke links. Da wo. Kabel, ne? Hier. Ja. Da ist ja der Kabel größer als die Kamera. Ja. Gut, das mag ein bisschen oldschool sein. Lass mal gerade. Ja, da ist schön ein Powerknöpfchen. Guck mal hier. Ja, da ist er auch. Ist er? Als Florian Winter und Paul Richter dem dilettantisch verlegten Kabel folgen, treffen sie auf einen verschlossenen Raum. Zudem kann der Hausmeister allerdings nähere Informationen geben. Das ist ein Reinigungszimmer, wo wir so ein paar Utensilien stehen haben. Sie sind der Hausmeister, ne? Ja, ich bin der Hausmeister. Haben Sie den Kabel verlegt? Ich habe mit den Kabeln nichts zu tun. Nee, mit Kabeln nichts zu tun. Ja. Einmal öffnen, dass der Kollege nicht mal reingucken kann. Die Frage war, könnt euch auch mal anstellen. Hey, die Frage war, ob Sie was damit zu tun haben. Nicht, ob Sie den verlegt haben. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da unbedingt mit zu tun haben sollte. Ja, hier mal gucken. So, das ist einfach nur hier steht Putzzeug und ja, was man halt zum Saubermachen von der Tanzschule eben so braucht. Aber der Kabel geht hier in den Laptop, ne? Ja, das Kabel geht in den Laptop. Wem gehört der Laptop? Meiner. Dann machen Sie mal frei. Also haben Sie dann doch irgendwas mit der Kamera und den Kabeln zu tun? Stefan Klose. Ja. Das ist ja Sie, Sie haben auch angerufen. Ne, lassen Sie mal. Oder die Frau hat angerufen. Lassen Sie doch mal. So, würden Sie mal bitte entsperren? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Geht das nicht? Dann nehmen wir mit. Wird der ausgewertet? Ich kann da halt was eintippen. So. Ja, bumm. So, das geht jetzt einmal ein Stück auf Seite, der Kollege auch sehen kann und ich auch. Nee, das Kennwort ist immer noch nicht. Füllen Sie doch mal das Kennwort aus. Es gibt kein Kennwort. Ja, es gibt kein Kennwort. Ich kann es jetzt nicht einloggen. Warum nicht? Dann nehmen wir den mit. Ja, dann müssen Sie ihn mitnehmen. Ja, machen wir das so. Dann müssen Sie mitnehmen. Das ist ganz so, haben Sie davon Kenntnisse, dass hier ein Laptop steht und dass hier... Ich? Nein. Ja, das ist echt, das ist ja wohl das... Sag mal, du willst ja nicht sagen, dass du diesen Mädels da hinterher spielst. Ja, ganz kurz, sollen wir rausgehen? Ich glaub, das ist ein bisschen eng hier drin. Ich hab nichts gemacht. Ach, du hast nie was gemacht, jetzt danach geht's. Du hast hier keine... Ja, hallo? Hallo, die Herrschaften, kommen Sie beide mal bitte mit. Der Kollege guckt jetzt einmal noch. Dann würde ich mal sagen, die Damen können nochmal in den Tanzsaal gehen und wir können uns hier dann in Ruhe unterhalten. Doch nicht nur der Laptop belastet den Hausmeister schwer. Auch der Inhalt des Mülleimers wirft Fragen auf. Also... Wir würden Sie jetzt hier in diesem, ab diesem Moment als Beschuldigten sehen. Denn dieses Aufzeichnen von Dingen, die in einer Umkleide passieren, das Anbringen von der Kamera, stellt eine Straftat dar. Ebenfalls stellt es eine Straftat dar, diese Bilder auf einem Laptop zu speichern. Und aus welchem Grund werden diese Bilder jetzt verschickt? Erklären Sie mir das. Sie sind Beschuldigter, Sie müssen hier nichts sagen. Aber ich denke mal, es wäre jetzt angemessen... Heute Morgen gekauft, ne? Ja, es wäre jetzt also angemessen, zur Sache. Vielleicht etwas in diesen Fall Licht reinzubringen. Der Laptop ist von mir. Ja. Die Kamera ist auch von mir. Okay. Ich habe den Mädels halt... sind ja ein bisschen proper. Ja. Du bist nicht alle hingegangen und hast diese Mädels da gespannt. Ne? Wer hat das? Und das ist doch so eine Pornografie. Das ist absolut ekelhaft. Jetzt mal ganz im Ernst. Sie hat die Aufnahmen sieht von mir, aber ich habe mit der Sprühdose und dem Zerfetzen warum von verschicken Sie das denn? Das habe ich nicht verschickt. Sondern? Wer weiß hat das verschickt? Ich habe nichts verschickt. Die Aufnahmen habe ich gemacht. Herr Klose, wenn Sie solche Aufnahmen machen und die vervielfältigen, auch wenn Sie die nur machen und die nicht vervielfältigen, beziehungsweise irgendwo hinschicken, machen Sie strafbar. Ne? Das gut, ich habe gesagt, ich habe es aufgenommen und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber mehr nicht. Wer hatte noch Zugang zu diesen Räumlichkeiten hier? Außer Ihnen. Ja, eigentlich nur noch meine Frau. Ja, haben Sie was mit den Dosen und mit dem Spray zu tun? Weil letzten Endes, wenn wir hier keinen weiteren Erfolg oder beziehungsweise keine weiteren Informationen bekommen. So, waren Sie da heute Morgen einkaufen? Sonst machen wir Folgendes, rufen wir da am Baumarkt an. Die haben Kameras. So, die haben das an der Kasse. Ich war einkaufen. Ich habe herausgefunden, dass er die ganze Zeit diesen Mädels da wieder rumdummeln, die ganze Zeit gespannt. Und mich betrügt wahrscheinlich auch noch. Ey, du hast ja nicht mehr alle. Ich will bloß, dass die endlich hier verschwinden und sich eine andere Tanzschule oder was der Geier aussuchen. Ich will, dass sie abhauen. Das ist Körperverletzung, was sie gemacht haben. Ganz ruhig.
Damit hat sich die Ehefrau des Hausmeisters der Sachbeschädigung strafbar gemacht. Den Tänzerinnen ist das heimlich aufgenommene Videomaterial jedoch wesentlich unangenehmer. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie weit diese im Internet bereits schon, beziehungsweise über welche Plattform auch immer, vervielfältigten Videos schon in Umlauf gegangen sind. Habe ich ja den Link zu. Sie haben den Link dazu. Wir werden auch den Betreiber in Ihrem Interesse natürlich auch anschreiben. Ne? Also das ist im Rahmen des Strafverfahrens für uns auch üblich.